Ich freue mich, dass wir heute den Dr. Matthias Wittfurth, ja, da zu Gast haben. Ja, Matthias ist vielleicht einigen von euch, kann ich dich duzen, Matthias? Hat man noch nicht gesagt? Ja, na klar, darfst du. Okay, Matthias, also Matthias ist einigen von euch vielleicht bekannt. Er ist unter anderem halt auch Coach, er macht Coachings, er bietet das auch für Unternehmen zum Beispiel an, ist halt auch im psychologischen Bereich tätig, er hat auch dort eine Ausbildung, ein Studium gemacht, er ist Doktor der Psychologie, ja. Und ganz besonders bekannt ist er auch für die Wim Hof-Methode in Deutschland. Und da soll es heute auch darum gehen im Interview, um die Wim Hof-Methode. Einige von euch kennen es vielleicht noch gar nicht, andere haben es vielleicht schon mal irgendwie gehört und haben vielleicht auch mal das ein oder andere Video direkt von Wim geguckt. Es gibt da zahlreiche Videos auch auf YouTube, die man sich anschauen kann. Wem das interessiert, im deutschsprachigen Bereich, da ist halt Matthias sehr bekannt und ihr findet nähere Informationen auf www.matthiaswittfurth.de. Genauso wie er heißt, so heißt auch die Webseite, so heißt auch die Domain. Da gibt es Informationen, wann gibt es neue Kurse, Termine und auch noch Informationen zur Methode, zu Matthias. Da kann man sich halt nochmal einlesen. Man kann auch direkt mit Matthias in Kontakt treten. Da gibt es auch ein Kontaktformular, was man ausfüllen kann. Ja, das war im Prinzip jetzt kurz so die Vorstellung zu Matthias, wo er auch Informationen zu ihm findet. Bevor wir jetzt einsteigen in die Methode, ist ja doch ziemlich umfangreich die ganze Thematik, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Deswegen haben wir Matthias auch eingeladen, weil er auch diesen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Da kann man etwas intensiver nochmal eintauchen in die Thematik. Würde ich dich bitten, dich mal einfach vorzustellen. Auch wie bist du zur Wim Hof-Methode gekommen? Ja, vielleicht hast du auch direkt bei Wim ein Seminar gemacht, wurdest dort eingeweiht, mehr oder weniger in die Methode. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Und ja, einfach mal einen kleinen Abriss uns geben, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir mit dem Interview dann auch zur Wim Hof-Methode beginnen. Also ich habe lange, lange Hirnforschung gemacht in Hannover, habe viele Untersuchungen gemacht mit Patientengruppen, mit verschiedenen Paradigmen, also Kognition, das Denken beobachtet, Gefühle beobachtet im Gehirn. Und ich bin halt jemand, der sich für viele unterschiedliche Sachen interessiert, habe viele Techniken auch dann gelernt in den letzten 10 Jahren, angefangen von Hypnose bis zu verschiedenen Coaching-Techniken. Habe dann angefangen, Podcasts selber zu machen, ganz bekannte auch eigentlich. Und da bin ich halt natürlich auch drauf gekommen, dass ich andere Podcasts gehört habe, ganz viele amerikanische Podcasts, natürlich die großen, die es da so gibt. Und habe die Tim Ferriss Show gehört und da Wim Hof Interview angehört. Und das hat mich total interessiert, hat mich echt geflasht, was der so erzählt hat von seinem Leben, was er für Rekorde aufgestellt hat, seine Methode. Und habe das einfach mal probiert. Da kann man frei erhältliche Videos sich anschauen, wo man das lernt, Atemtechnik. Und dann hat mich das super überwältigt. Das fand ich total klasse, was man mit Atem machen kann. Hätte ich nie erwartet. Da habe ich den Online-Kurs gebucht und dann diese normale Prozedur gemacht. Da ist vieles hochgekommen, vieles verarbeitet worden. Und ja, dann bin ich da mit ihm in Kontakt getreten. Ich bin als Forscher in der Lage, ein bisschen was zu untersuchen und habe ihn angeschrieben. Meine Frau ist auch Forscherin. Und dann hat er innerhalb von ein paar Tagen zurückgerufen und seitdem haben wir regen Kontakt miteinander, sprechen über Forschung, was da halt so weltweit abgeht. Und dann habe ich die Instructors-Ausbildung bei ihm gemacht. Da geht man zuerst nach Polen, das ist so sein Stützpunkt dort seit Jahren, wo er ausbildet, wo man auch normale Workshops machen kann. Und das war für eine Woche wirklich lebensverändernd, das so mitzukriegen. Dann in Holland bei ihm hat er auch noch Ausbildungslager, das macht man auch mit. Und wird man Instructor und das mache ich seit 3, 4 Jahren sehr intensiv, dass ich in ganz Deutschland rumtoure, fast Europa, auch europaweit schon Workshops gebe, für viele große Firmen auch gearbeitet habe. Und das erfüllt mich sehr, weil es was Besonderes ist. Man hat wirklich ein Methodenarsenal an der Hand, was Leute sehr schnell einfach ja, glücklich macht, überwältigt, erstaunt. Das habe ich so noch nicht gehabt und habe ich auch nicht kennengelernt auf diese Art und Weise. Und selbst, ja, viele, wie gesagt, Firmencoachings, die das machen, die haben solche Workshops halt auch noch nie erlebt und sind geflasht, weil das nicht so dieses normale Erzählen ist. Man kriegt nicht einen Vortrag und denkt drüber nach, sondern man erlebt selber was. Das ist so in Kürze meine Geschichte. Praxis letztendlich, ne? Die ist immer Genau. wichtig. Okay, gut. Ja, also wahrscheinlich so der normale Weg, wie man zu bestimmten Sachen halt kommt, ne? Man interessiert sich für etwas, beliest sich dann halt im Internet oder mit Büchern und dann ja, macht man irgendwie mal einen Kurs oder man beim Yoga ist es ja ähnlich, ne? Da macht man es einfach mal selber, praktiziert vielleicht bestimmte Technik und merkt auch einmal den Benefit der ganzen Geschichte und steigt dann immer weiter ein und möchte dann wahrscheinlich auch irgendwann das anderen Menschen weitergeben, was man selber in sich erfährt, weil wir ja letztendlich alle in einer ja, harmonischen Welt, glücklichen Welt leben wollen und es aber manchmal nicht können, weil unsere Mitmenschen vielleicht nicht mitmachen.
Gut, ja, Wim Hof erstmal. Vielleicht können wir da auch nochmal einen Abriss geben. Wim Hof, wer ist das? Ist es ein verrückter Holländer oder ich weiß es gar nicht. Ist er, auf jeden Fall. Ist er auf Ja. jeden Fall. Also, so ist er auch in Holland lange bekannt gewesen. Ist früh schon mit Yoga in Berührung gekommen, 17, 18 Jahre alt, dann nach Indien gegangen, hat er viel gelernt, viele unterschiedliche Methoden gelernt. Und dann erzählt er ganz gerne, wie er in Amsterdam im Winter in so einen kalten See gestiegen ist, weil ihn da irgendwas reingezogen hat. Und ich glaube, das kennen ganz viele von uns, dass man so ein eiskaltes Wasser geht, vielleicht nach der Sauna auch erst, und so einen Energiekick bekommt, ne? Also irgendwas gibt einem das ja die Kälte, das ist ja schon klar. Ja. Und das hatte er perfektioniert, auch mit den Techniken, die er kannte, auch mit Atemtechniken dabei und hat das lange Zeit gemacht, indem er angefragt wurde von Zeitungen, von Fernsehsendern, kannst du den Rekord brechen, kannst du den noch machen, und wurde dann halt dabei gefilmt oder beobachtet und hat da ganz gut verdient und ist da über die Runden gekommen und galt als der Eismann in Holland, ein verrückter Kerl, weil ja, es ist ein bisschen strange, was der alles macht und kann. 26 Guinness-Buch-Weltrekorde, die meisten haben mit Kälte aushalten was zu tun, aber richtig ernst genommen hat man ihn, glaube ich, nicht. Das erzählt er halt auch selbst immer, so ein bisschen ein Clown irgendwie, ne? Und dann hat er sich der Wissenschaft zur Verfügung gestellt und entdeckte mal auf einmal, okay, das ist ja schon ganz interessant, was in seinem Körper vorgeht. Das haben wir so noch nicht beobachtet. Und das schlug erst richtig Wellen, als er das in einer kleinen Gruppe Leuten beigebracht hat, die auch wissenschaftlich untersucht wurden und das innerhalb von ja nicht mal 2 Wochen auch so konnten wie er das Blut zu verändern mit der Atmung, dass man halt Infektionen besser überstehen kann. Und das ist seitdem sehr, sehr bekannt geworden, auch weil so ein Online-Kurs existiert, den man da buchen kann, wo man das selber lernen kann. Und es gibt viele Kurse weltweit, aber Wim ist weiter auf seiner Mission, das wirklich in der Welt zu verbreiten. Und den interessiert auch kein Geld oder irgendwas, Status, sondern er will wirklich seine Methode, von der er überzeugt ist und aus ganzem Herzen daran glaubt, dass das wirklich mehr Liebe in die Welt bringt. Und das glaube ich auch, nachdem man das wirklich sehr intensiv selber erfahren kann, dass das der Weg ist, den er da gehen muss. Und je mehr das Leute mitbekommen, desto besser ist es. Er hat ja noch ein einschneidendes Erlebnis gehabt. Ne? Das war ja eigentlich das, was ihn auch so ein bisschen auf den Weg gebracht hat. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Er hat ja 4 Kinder auch und auf einmal ist irgendwas passiert in seinem Leben und er musste halt irgendwie damit zurechtkommen danach, ja, ne? Mit den 4 Kindern und Genau. Ja, ich weiß nicht, wie viele Kinder er da hatte. Auf jeden Fall 4, vielleicht noch aber ein fünftes oder so. Jetzt hat er 7, glaube ich, insgesamt. Ja, es in den, ich glaube, 2000er Jahren irgendwann oder 90er Jahren war das so, ist seine Frau, mit der er lange schon da zusammen war, hat eine Psychose entwickelt und hat sich umgebracht, ist aus dem vierten, fünften Stock gesprungen und hat ihn mit den 4 Kindern alleine zurückgelassen. Er hatte seine Methoden schon entwickelt, hat das schon gemacht, hat schon Rekorde gebrochen, glaube ich. Aber es war für ihn halt natürlich ein Zeichen, so, das muss ich jetzt mal ernst nehmen, was ich da mache. Also wirklich ernst nehmen. Hilft mir das wirklich über diesen Trauer und über Schmerz hinwegzukommen, kann ich das nutzen? Und das hat er für sich wirklich sehr bewiesen. Und ich habe mit ihm ja auch schon viel gesprochen, auch Interviews geführt und habe ihm auch ganz deutlich gesagt, dass ich seine Rekorde sehr anerkennenswert finde, aber wirklich seine Leistung ist, ganz alleine mit 4 Kindern als alleinerziehender Vater da durchzukommen und das irgendwie zu schaffen, finde ich. Die Wim Hof-Methode generell besteht ja aus 3 Komponenten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt im weiteren Verlauf des Interviews einfach mal auf die verschiedenen Komponenten ein und beleuchten die ein bisschen intensiver. Was ist jetzt endlich das Ziel? Du hast ja gesagt, das Ziel ist, ja, glücklich zu sein, Harmonie zu finden. Gibt es da noch andere Zielsetzungen, die man sich gibt bei der Wim Hof-Methode? Und ja, auch aus was für Komponenten besteht denn diese Methode? Das ist ja eine Methode, die man erlernen kann. Ich würde mal vielleicht ein bisschen anders anfangen aufgrund der letzten Jahre Erfahrung, die ich so habe. Klar kann man sagen, was kann das, was soll ich da für Ziele haben wollen, was bringt mir das? Ich würde mal andersrum sagen, es ist doch schon erstaunlich, dass Atmung so eine Grundfunktion des Körpers ist, die eigentlich so selten benutzt wird zum gesünder werden. Ja, über Ernährung weißt du ganz viel. Viele Leute nehmen das auch als eins der Hauptinstrumente, sich gesünder zu machen, vollkommen richtig. Es gibt natürlich Sport und Bewegung, wissen wir auch alles. Es ist wichtig, mit welchem Menschen wir uns umgeben und so weiter. Und Atmung steht irgendwie nicht auf der Liste. Und das finde ich, wenn man sich das mal wirklich klar macht, schon echt seltsam, ja, weil ganz viele alte Kulturen, die indischen Yogis, China und so weiter, auch in ganz anderen Kulturen spielt Atmung eine absolut essentielle Rolle, um gesund zu bleiben. Wir atmen ja von Anfang an unseres Lebens. Wir kommen auf die Welt als kleines Baby. Wir machen den ersten Atemzug. Das geht dann unentwegt.
bis zum letzten Atemzug. Wir machen das ja unentwegt, selbst im Schlaf, in der Meditation, bei der Wim Hof Methode auch. Also es geht ja immer nur um Atmung letztendlich, ne? Ganz genau. Und wir können einige Zeit ohne Essen auskommen, einige Zeit ohne Trinken, aber mit Atmung wird es nach kurzer Zeit schon ein bisschen schwierig. Deswegen also eine Grundfunktion, die irgendwie bei keinem richtig auf dem Zettel stand. Das ändert sich, glaube ich, jetzt und auch in den nächsten Jahren wird das einen riesigen Turnaround geben. Das ist nicht nur mein Gefühl, das sagen ganz viele und das beobachte man halt auch in der Szene. Atmung wird immer, immer wichtiger werden, das zu nutzen und die Kraft dahinter zu entdecken, was das kann. Deswegen ist das für mich gar keine Frage, was bringt mir das, sondern wir atmen ja alle. Wie kann ich meine Atmung einfach besser nutzen? Und dass die Wim Hof Methode ein der schnellsten Königswege, würde ich sagen, effektiv in kurzer Zeit viel, viel zu erreichen. Es gibt andere tolle Atemtechniken. Es gibt da, wenn man die Tür aufmacht, unglaublich viele Atemmethoden. Viele davon sind auch effektiv, aber die dauern eine gewisse Zeit. Da macht man das sehr langsam, bereitet seinen Körper darauf vor. Die Wim Hof Methode ist sehr brachial, ja, aber sie ist dadurch auch so umso überwältigender, umso effektvoller. Und das ist ganz wichtig für Leute, die einfach mal merken wollen, okay, Atmung, lasse ich mich mal drauf ein, was kann das denn, was kann ich damit machen und das probieren und eigentlich sofort in einer Session schon merken, was das für Auswirkungen hat. Deswegen ist es halt so toll, finde ich, dass man so schnell einfach die Kraft des Atems spüren kann. Mhm. Und die Wim Hof Methode, hast du schon richtig gesagt, besteht aus drei Säulen. Das erste sind halt Atemtechniken, das zweite sind Kälteanwendungen und das dritte ist sowas wie Mindset-Veränderung, Meditation. Mhm. Und wir können gerne Stück für Stück da durchgehen, um das mal zu sagen. Es ist aber ein gutes Paket. Also es hat schon Sinn, alles zusammen zu machen. Man kann sich auch eins nur rauspicken, weil viele Leute denken jetzt ja, Atmung ist ja wirklich spannend, aber Kälteanwendung, da bin ich raus. Das ist nicht mein Ding. Sagen ganz viele, hätte ich wahrscheinlich vor Jahren auch gesagt, wir sind alle Warmduscher und so sind wir nicht gewohnt und wollen das nicht. Wenn man das erstmal schafft, seinen Geist so ein bisschen zu öffnen für diese Idee, das mal anzugehen, wird man erstaunliche Sachen feststellen und man möchte das nicht mehr missen wollen, dass man kalt duscht und Kälteanwendung macht. Das kann ich nur so viel schon verraten. Mhm. Also Atemtechnik. Sehe ich auch so, dass mit der Kälte das eigentlich der Knackpunkt ist bei der Wim Hof Methode, weil man da letztendlich so ein bisschen diese Wohlfühlzone verlässt und wirklich auf die Grundinstinkte zurückgeworfen wird. Ne? Weil letztendlich Kälte, ja, wenn es warm ist, dann bekommt man vielleicht einigermaßen zurecht, wenn man mal so 50, 60 Grad hat, mehr oder weniger. Aber bei Kälte, also da bleibt mir nicht viel übrig. Flüchten, kämpfen, kann ich alles nicht. Muss mich also dieser ganzen Situation aussetzen, wenn ich überleben möchte. Und das habe ich auch so bei Wim Hof verstanden, dass er das auch so genommen hat, so um mit dem Urinstinkt in Berührung zu kommen, ja, diese Kälte genutzt hat. Aber da können wir nochmal explizit drauf eingehen. Deswegen finde ich das eigentlich den entscheidenden Punkt. Und deswegen macht er wahrscheinlich auch das alles mit der Kälte, diese ganzen Rekorde aufstellen und so weiter, weil das der Knackpunkt ist bei der ganzen Geschichte. Mit dem Mindset, der ganz wichtig ist. Ja, ich denke, alles drei ist wichtig. Ich kann auch mal über ganz aktuelle Studien sprechen, die versucht haben, rauszukristallisieren, was von diesen Säulen da wirklich das Effektivste gerade für das gesundheitliche System ist, für dieses Immunsystem. Da können wir nochmal später drüber sprechen, das ist auch ganz spannend. Genau, wenn wir erstmal ganz, ganz langsam einsteigen mit der Atmung. Ja. Grundsätzlich, ja, was ist das generell für eine Atemtechnik? Du hast gesagt, Wim Hof war lange Zeit auch in Indien in jungen Jahren. Da gibt es ja das sogenannte Pranayama, also Prana ist ja die Lebensenergie, Yama ist ja die Beherrschung, also dass wir mit der Atemtechnik die Lebensenergie lernen zu beherrschen. Ist es so eine ähnliche Atemtechnik, die man da anwendet und wie funktioniert es genau? Soll man mehr einatmen, weniger ausatmen? Wie ist das CO2-O2-Verhältnis? Vielleicht können wir da einfach mal drauf eingehen, dass man es versteht. Ja. Also gut, da kann man echt sehr viel drüber sagen. Lass es das mal ganz simpel halten, dass man so ein bisschen auch Lust kriegt, das zu entdecken. Also klar, im Yogischen gibt es viele Atemtechniken. Ich habe viele, viele Meister-Yogis in meinen Kursen schon gehabt, die gesagt haben, das ist was völlig anderes, das kann so nicht. Es gibt natürlich immer Gemeinsamkeiten, weil es geht um Ein- und Ausatmen und Luft anhalten letztendlich. Das sind ja so die Phasen, die man machen kann. Und da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten, das zu manipulieren. Die Wim Hof-Methode besteht im Grunde bei der Atemtechnik aus drei Phasen. Die erste Phase ist vertieftes Ein- und Ausatmen, eher ein als aus. Ja? Das ist ein zirkuläres Atmen, das macht man 30, 40 Mal. Dann atmet man aus, lässt die Lunge zusammenfallen und hält die Luft an, ohne Luft in den Lungen, solange wie man schafft, ohne es zu forcieren. Wenn der Moment gekommen ist, dass man wieder Luft braucht, atmet man einmal ein, hält diesen ersten Atemzug 15 Sekunden an und lässt dann wieder locker. Davon macht man mehrere Runden. Und das ist es schon. Da gibt es natürlich viele kleine Variationen, wo man Sachen noch verstärken kann. Aber im Grunde ist dieses simple
Atemgerüst das, was die Wim Hof-Methode ausmacht. Total simpel. Und die Effekte kommen natürlich von Runde zu Runde und summieren sich auf. Und dann merkt man, gerade wenn man instruiert wird, das zu machen und nicht selber irgendwie mitzählen muss und denken muss, dann fällt es einem noch leichter, sich darauf einzulassen. Und wenn man auf die Physiologie so ein bisschen eingeht, auf die Blutgase, hast du recht. Im Grunde ist das so ein Yin und Yang der Atemtechnik. Also man hat ein verstärktes Einatmen am Anfang der ersten Phase. Da baut man ein bisschen mehr Sauerstoff auf im Blut. Man atmet ein bisschen mehr CO2 ab. Dann hält man die Luft an und das Ganze kehrt sich um. Das ist so die Stärke. Das heißt, CO2 wird sich wieder ansammeln, wird ja abgebaut in den Zellen, aber der Sauerstoffgehalt fällt langsam abwärts, weil man ja nicht atmet. Und dann ist der Körper im Grunde so vorgeprimed, dass er jeden Sauerstoffmolekül, was man dann noch einatmet, wirklich danach giert, ja, den zu haben. Und das ist der Grund, warum man dann nur einmal einatmet und diesen ersten Sauerstoffkick sich gibt und diese Luft kurz anhält für 15 Sekunden, dann wieder locker lässt und das Ganze wieder von vorne laufen lässt. Was man da entdecken kann, ist natürlich, dass es so kribbelt im Körper. Es gibt ganz abgefahrene Effekte, was Leute berichten, von, dass die sensorischen Wahrnehmung sich ändert. Es ist das Gefühl, als ob die Sonne auf einmal aufgeht, ob die Ohren taub werden und man besser hört. Es ist völlig unterschiedlich. Man kann nicht vorhersagen, welche Leute jetzt was erleben, aber ganz unterschiedliche verrückte Effekte, dass die Arme schweben oder schwerer werden. Und man hat wirklich, abgesehen von diesen körperlichen Empfindungen, sehr viel Ruhe im Geist. Also dieses Geplapper von den Gedanken, was man normalerweise hat, wird sehr ruhig. Man fühlt sich insgesamt sehr ruhig. Hinterher fühlt es sich an, als hätte man weniger Angst, wäre viel gelassener. Und das hilft einem natürlich über das ganze Leben hinweg, über den ganzen Tag natürlich, dass man da insgesamt stressfreier wird, weil alles nicht mehr so ganz relevant ist und alles nicht mehr so antriggert. Gute Technik vor der Meditation, ne? Wenn man das einfach mal, wo man vielleicht am Morgen also eine Routine hat, dass man vielleicht 20 Minuten meditiert oder auch länger oder weniger, dass man dann die Atemübung halt macht, dass der Geist schon mal so ein bisschen zur Ruhe kommt, dass man sich auch besser konzentrieren kann. Weil Meditation hat ja nicht, wie manche vielleicht denken, ich schlafe da noch eine halbe Stunde, sondern es ist ja schon relativ anstrengend, weil man muss sich ja auch konzentrieren in der Meditation auf entweder im Zen macht man es mit offenen Augen, es gibt Vipassana, macht man die Augen zu, scannt durch den Körper durch und so weiter. Das ist ja schon relativ anstrengend, ne? Die ganze. Genau, und das bricht auch ganz viele Leute. Erst meditieren und dann fällt einem das, erst die Atemsession und dann fällt einem das Meditieren hinterher viel, viel leichter, weil der Geist einfach viel ruhiger ist nach diesem Atmen. Wie lange machst du das, die Atemtechnik, am Morgen? Machst du es am Morgen oder mehrmals am Tag? Oder ich mache es immer, wenn ich Bock habe, am Tag, meistens morgens, aber je nachdem, was ich dann sonst so vorhabe, ich versuche das zu machen. Ich mache es nicht unbedingt jeden Tag. Das ist auch so ein Training, wie man alles andere trainiert. Man muss das nicht mehr jeden Tag machen. Ja. Und dann macht man es 3 bis 4 Runden. Wenn ich Bock habe, mache ich es mehr. Aber 3 ist so das Mindeste, was man machen sollte. Hm. Und es wird ja auch gesagt, dass das Blut, also durch den Sauerstoff alkalisiert man ja auch das Blut. Dadurch werden ja bestimmte Entgiftungsprozesse auch im Körper vorangetrieben. Also man reinigt, man atmet ja auch durch die Lungen sehr viel ab und durch das CO2, was man auch rausbringt. Und ist sicherlich das auch einer der positiven Effekte. Ne? Das heißt, man muss ja, es gibt ja auch bei der Ernährung, es ist halt basisch, man soll halt versuchen, dass man halt so einen Basenüberschuss hat in der Ernährung. Und du hast es eben schon gesagt, leider wird zu wenig ein Aspekt auf die Atmung gelegt, da kann man halt viel mitmachen. Wenn man also da schon atmet vernünftig und dann das Blut alkalisiert, ist natürlich ein wesentlicher Vorteil auch für diesen Säure-Basen-Haushalt im Körper, kann ich mir vorstellen, oder? Genau, aber es ist halt auch ein ganz sensibles Gleichgewicht, dieses Säure-Basen-Geschehen im Körper. Das heißt, wir pushen das aus dem Gleichgewicht. Die Wim Hof-Methode ist eh im Grunde ein Prinzip, was sowohl geistig als auch körperlich jemand aus dem Gleichgewicht bringen soll, aber nur für eine kurze Zeit, sodass man sich da neu adaptieren und neu verhalten muss. Der Körper denkt, oh Gott, was passiert hier? Diesmal muss ich stärker werden, wenn ich das wieder habe. Deswegen tue ich jetzt für nächstes Mal was dafür. Das ist im Grunde das ganze Prinzip. Okay. Und ja, das ist richtig, dass man basischer wird, aber es geht halt auch nur die Zeit, wo man diese Atemtechnik macht. Und man macht ja auch danach wieder Luftanhalten, wo das wieder in den Säurebereich geht. Also man macht wirklich so ein Yin und Yang hin und her, was sozusagen den Körper auspendelt. Ja? Das heißt, irgendwie, man ist in so einer Komfortzone, in einer Balance und man wird da rausgestoßen und dadurch erfährt man neue Dinge und der Körper muss dann irgendwie gesünder werden, weil es erstmal als Stress empfindet. Der interessante Knackpunkt ist aber dabei, auch wenn es eine Stressatmung ist im Grunde, also keine Entspannungsatmung, wo man nur ruhig da liegt und es ist alles nett, sondern man wird wirklich gepusht damit. Der Knackpunkt ist, dass man das mit einem Mindset macht, da sind wir fast schon bei der dritten Säule, dass einem ja, unter Kontrolle hält. Ja? Also ich habe das jederzeit unter Kontrolle, ich bin ruhig dabei und pushe mich aus der Balance in den Stress hinein. Das ist was völlig anderes, als was uns im Alltag normalerweise passiert, wo wir
uns hilflos fühlen und der Stress auf uns hereinprasselt. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Das ist nicht so was wie holotropes Atmen, ne? Weil holotropes Atmen ist ja genau das Gegenteil, ne? Das heißt, da atme ich ja total außer Kontrolle und da habe ich nachher gar nichts mehr unter Kontrolle. Das ist, kann man damit also überhaupt gar nicht vergleichen. Das ist also eine kontrollierte Stressatmung, ja? Ganz genau. Also es gibt schon Gemeinsamkeiten. Du hast recht, holotropes Atmen ist im Grunde nur das zirkuläre Atmen, sehr heftig mit Musik und dass man noch begleitet wird dabei. Bei Wim Hof, wie gesagt, ist das heftiges Atmen, aber auch immer mit Luft anhalten. Das ist das Wichtige dabei, sodass man irgendwelche neuen Stufen erreicht und immer wieder abgewechselt wird mit dieser Atemtechnik. Und es gibt natürlich schon Gemeinsamkeiten, wenn ich sage, man hat ein Mindset, dass man sich im Stress aussetzt und das kontrolliert macht, ja. Aber es gibt natürlich auch da Phasen, wo man das Gefühl hat, man hat hier gar nichts mehr unter Kontrolle. Jedenfalls von einer bewussten Steuerung nicht, aber der Körper hat alles unter Kontrolle und macht da, was er braucht. Also das ist der Unterschied, dass wir vielleicht bewusst nicht alles kontrollieren können, aber trotzdem da was abläuft, was uns da gesund macht. Und warum jetzt diese Stresssituation? Was ist der Sinn dahinter, wenn der Körper in Stress kommt? Was passiert dann? Weil du hast gesagt, dann versucht er sich halt schnell zu adaptieren, sich umzustellen. Was ist jetzt das Geheimnis dahinter? Weil das ist ja jetzt, sieht man ja auch bei der Kältegeschichte, da wird man ja auch gestresst. Ja? Und bei der Atmung wird man ja auch gestresst. Das heißt, man möchte ja aber eigentlich nicht gestresst werden, wenn man ja eigentlich schon so viel Stress im Alltag hat. Ja. Was ist so der Sinn dahinter? Warum jetzt schon wieder Stress? Ja, genau. Das hat mich auch im Grunde zu einer neuen Ansicht von Stress gebracht, die sehr konform geht mit den neuen Entwicklungen in der Stressforschung. Ja? Das ist so das, was uns verkauft wurde für Jahrzehnte. Stress ist absolut schlecht. Wenn du zu viel hast, reduzier den, setz dich dem nicht aus, versuch dem zu entgehen. Ja? Weil wenn da zu viel ist, dann ist es tödlich. Dann kommen die ganzen Stresskrankheiten. Mhm. Die neue Sicht ist eine ganz andere. Und das ist etwas, wo die Wim Hof Methode mir geholfen hat, das auch zu verstehen. Die neue Ansicht ist, nicht, dass du viel Stress hast, ist das Problem, sondern wie du den Stress wahrnimmst. Ja, wenn du glaubst, das ist Stress und das ist schlecht für dich, dann wird das schlecht sein. Wenn du es als sportliche Herausforderung siehst, dann macht es dich gesund, weil evolutionsbiologisch sind wir so ausgerichtet, dass wir Stress brauchen. Ja, wir sind so gemacht, dass wir jeden Tag irgendwelche Stressoren haben. Fressfeinde, andere Stämme früher in der Steinzeit oder was auch immer. Vielleicht Nahrungsknappheit, die uns Stress gemacht hat. Wir sind da ausgerichtet, dass wir kurzzeitig Stress haben können. Ganz kurz mal. Das Ding, ja. Genau, ganz kurz, du hattest gerade die Evolution angesprochen. Ne? Das heißt, du hast das ja bestimmt auch als Psychologe da ausführlich behandelt, diese ganze Geschichte Flucht-Kampf-Mechanismus. Früher hatten die ja noch die Möglichkeit, entweder, keine Ahnung, ich sag mal so ein Säbelzahntiger oder keine Ahnung, was es damals gab, man konnte halt wegrennen. Ja? Das heißt, man konnte den Stress ja dann auch abbauen. Ja? Man Adrenalin wird ausgeschüttet, man kann es abbauen durch die Muskelaktivität, durch das Wegrennen. Oder durch das Kämpfen, man hat sich dann entschieden für Kämpfen, also dann wird der Muskel aufgepumpt mit Adrenalin und dann hat man kurzzeitig unheimliche Kräfte und kann dann vielleicht sich solchen Sachen zur Wehr setzen. Aber in der heutigen Zeit ist es ja genau so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Arbeitnehmer bin und ich habe halt einen Chef, der mich halt stört, wo ich halt gestresst werde, den kann ich jetzt ja nicht umbringen oder so, sondern ich kann auch nicht flüchten. Ich bin ja der Sache ausgesetzt, ne? Und deswegen kommen ja diese Krankheitsbilder. Und das ist auch das, wo mich viele Leute mal fragen, ich arbeite auch ziemlich viel, schon seit Jahren, aber ich bin halt nie gestresst. Ja, also ich habe jetzt auch nicht viel graue Haare oder so, wo man vielleicht dem Alter entsprechend schon sagen würde, das müsste doch schon viel schlimmer aussehen eigentlich. Aber bei mir ist es auch immer so, dass ich halt nicht das als Stress empfinde, sondern das ist halt ein Mindset bei mir. Das heißt, ich bin halt entspannt. Und durch diese Entspannung, die ich habe, auch zu allen möglichen Dingen im Leben, habe ich nicht dieses Fluchtkampfding, dass ich da immer flüchten muss oder kämpfen muss. Und das hast du eben auch wunderbar beschrieben mit dem Mindset, was auch Wim Hof ja immer wieder beschreibt. Es kommt nicht der Stress ist das Problem, sondern wie ich auf den Stress reagiere. Und das ist ja eine eindeutige hinduistische, sage ich mal, buddhistische Auffassung, dass man halt das Ganze mit einer gewissen Art von Gleichmut betrachtet. Und das, glaube ich, auch das Geheimnis letztendlich in der ganzen Wim Hof-Methode, glaube ich. Ja, man kann von verschiedenen Seiten mit Stress umgehen, da hast du vollkommen recht. Und was früher letztlich auch mal das vorherrschende Paradigma war, wenn man auch Stressgedanken versucht zu verändern, ist halt, dass man darüber redet. Man setzt sich irgendwie hin, dann erzählt jemand, ich habe aus dem und dem Grund Stress und dann guckt man, wie man mit Sprache arbeitet und das dann irgendwie auflöst und andere Gedanken bringt, die einen ein bisschen gelassener machen. Auch eine super Geschichte, ist auch super effektiv. Was mir die Wim Hof-Methode gezeigt hat, ist, dass man, egal was man für Gedanken an Bord hat, ob man da gelassen ist oder nicht,
wenn man mit dem Körper arbeitet, dann noch sehr effektiv und viel schneller sozusagen in der Gelassenheit erreicht, weil der Körper ja im Grunde die Bühne der Gefühle ist, des Stresses, der dann irgendwo da auftreten muss. Und wenn da keine Nahrung kriegt, keinen guten Untergrund, um da irgendwie sich zu platzieren und aufzutreten, dann wird das nichts, egal was ich für Gedanken habe. Und das ist so die Stärke. Also natürlich kann man von verschiedenen Bereichen herangehen, aber gerade bei der Wim Hof-Methode geht es darum, sich dem Stress kontrolliert auszusetzen und zu merken, wenn ich ja einen Stress mir gebe, sei es in Atmungsform oder sei es in Form von Eisbädern oder kalten Duschen, dann kann ich dem standhalten, indem ich lerne, mit ihm umzugehen. Und ich lerne damit umzugehen, indem ich einfach mich darauf einlasse, mich dem hingebe und nicht dagegen ankämpfe. Und das ist ja etwas, was man sozusagen dann in den Alltag automatisch herübertransferiert in andere Situationen, die nichts mit Atmung oder mit Kälte zu tun haben, sondern, wie du schon meinst, im Arbeitskontext Ärger mit dem Chef. Das ist sozusagen etwas, was man dann merkt. Ich kann ja ganz ruhig und gelassen bleiben, obwohl ich jetzt nicht anders drüber denke, sondern weil mein Körper einfach gelassener bleibt durch die ganzen Erfahrungen, die ich vorher habe. Also ich setze mich einem Stresstraining vorher aus durch die Wim Hof-Methode, um dann insgesamt gelassener zu werden. Das ist das Geheimnis. Also klar, die Frage ist ja vollkommen berechtigt, warum setzt man sich denn noch mehr Stress aus, wenn wir alle schon so viel Stress haben? Aber die Frage ist, welche Art von Stress setzt du dich aus, damit du gesund bleibst? Denn Stress wirst du immer brauchen und Stress wird auch immer da sein. Es ist ja eine Illusion zu sagen, ich setze mich ja keinem Stress mehr aus. Der wird ja immer irgendwo auf mich einprasseln. Nur ist es der Umgang mit dem Stress und das Lernen, wie das am besten funktioniert. Also im Prinzip gedankliche Kontrolle oder auch noch nicht mal Kontrolle, sondern in dem Moment, wo ich Stress ausgesetzt werde, Kältestress oder Atmungsstress, habe ich gar keine Zeit mehr, mich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, die mich da vielleicht gerade triggern. Und die verschwinden dann halt, weil ich bin mit den Überlebensstrategien meines Körpers beschäftigt. Ich will überleben, ich will atmen und ich möchte nicht erfrieren. Ja, man wird also auf auf die Urinstinkte zurückgeworfen. Ne? Das ist also auch. So kann man das verstehen. Ne? Das ist halt das, was Wim Richtig. Hof neu entwickelt hat letztendlich. Ne? Natürlich kann man das mit Yoga alles auch irgendwie beschreiben, aber so Naja, radikal. ist richtig. Also viele Atemtechniken haben auch ähnliche Phänomene beobachtet, dass Leute halt emotionale Ausbrüche haben, dass da sich was löst, dass Trauma sich lösen. Das passiert bei Wim Hof-Methode auch. Und ich glaube, das ist eine Sache, die bei Atmung an sich ausgelöst wird, weil Stress und Trauma sehr im Körper verankert sind, in den Muskeln, auch in der Atmung. Wir halten die Luft an, wenn uns was Schlimmes passiert. Und so sind diese neuronalen, muskulären Muster da irgendwie verankert, die man dann dadurch löst, indem man entweder tiefer atmet und auch mal die Luft anhält. Etwas, was man mit der Atmung normalerweise nie machen würde und deswegen in andere Zustände kommt. Und auch im Gehirn, glaube ich, ist das so, verglichen mit vielen anderen Sachen, die auch gerade aktuell in der Hirnforschung laufen, dass man im Grunde sein Ego da so ein bisschen auflöst. Ja? Also die normalen frontalen Areale funktionieren nicht mehr so gut, wenn man Luft anhält, weniger Sauerstoff hat. Kann man sich fragen, um Gottes Willen, ist das jetzt schädlich? Geht da was im Gehirn kaputt? Nein, wir sind alle absolut lange, lange widerstandsfähig, was mangelnden Sauerstoff angeht. Das ist unglaublich lange, kann man es aushalten. Aber diese kurze Zeit der Atemtechnik, diese paar Minuten, bringt uns in neue Zustände, wo unser Ich nicht mehr so eine Rolle spielt, unsere Ängste, unsere Sorgen. Und deswegen reagieren wir nur auf, wie du schon richtig gesagt hast, nur auf das Überleben, auf das Basale, auf das Emotionale. Und da kann sich dann vieles lösen, hochkommen, was man normalerweise klein hält, was man deckelt, was unsere Wächter im Kopf nicht haben wollen. Und das befreit natürlich unheimlich. Und das ist auch so ein Geheimnis der Methode. Ich möchte noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, gerade auch mit der Atmung. Das ist jetzt auch bloß eine Beschreibung, die wir Wim Hof entnehmen können. Also es ist jetzt kein Heilungsversprechen, was wir jetzt da geben wollen. Aber er hat sich halt, du hast ja gesagt, er ist auch mit dir in engem Kontakt, auch mit anderen Wissenschaftlern, weil er halt nicht mehr belächelt werden will als der verrückte Holländer, sondern es soll halt evidenzbasiert sein, was er dort alles macht. Und ich habe das bloß auch im Interview von ihm gehört, dass er halt sich ein Krankenhaus begeben hat. Dann hat er diese Atemtechnik halt praktiziert, einige Minuten lang. Und dann wurde ihm Blut entnommen. Und dann wurde dem Blut Virus beigemischt oder sowas. Ne? Also, Nee, soll ich das nochmal genau erzählen, genau, was dann erklärst auch bitte mal. Ich gelaufen habe es ist? nicht ganz verstanden, wie das genau funktioniert hat. Das war, glaube ich, auch wichtig, um das zu verstehen, was da passiert. Genau. Also das ist sozusagen mit eins der Hauptbeweise, die Wim Hof-Methode jetzt vorweisen kann, die in der Welt und auch in der universitären Welt sehr viel Eindruck gemacht haben, dass da was abläuft und funktioniert, was wir so noch nicht kannten in der Medizin. Das heißt, es gibt ein Modell, was in Holland mitentwickelt wurde, ein Endotoxin-Modell. Das heißt, man spritzt Leuten
wie soll ich sagen, sind die Bakterienhüllen. Also Bakterienhüllen, nicht die eigentlichen vollen Bakterien, der Kern ist nicht mit dabei. Bakterienhüllen heißt, da gibt es noch die ganzen Rezeptoren, die Andockstationen für unser Immunsystem, wenn das gespritzt wird. Was bedeutet als Effekt, wenn man das bekommt ins Blut, dieser Krankheitserreger, die nicht mehr die richtigen Krankheitserreger sind, dass wir 4 bis 5 Stunden heftigste Grippesymptome haben. Also Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, es geht am Hundeelend und dann irgendwann nach diesen 4 bis 5 Stunden merkt der Körper, okay, das ist nicht das Wirkliche hier, ich kann alles wieder runterfahren, ist okay. Und in dieser Zeit kann ein Mediziner das Immunsystem super bei der Arbeit beobachten, weil es halt nicht gefährlich ist. Das ist alles gut abgesichert. Irgendwann Und dann Test, misst, Testlauf. genau, ein Testlauf, wie ist das, wenn das Immunsystem arbeiten muss, was für Stachelbeine ausgeschüttet, was beeinflusst das? So, das haben sie mit vielen, vielen Hunderten von Leuten gemacht. Und Wim Hof hat sich da vorgestellt, gesagt, ich kann das wirklich beeinflussen. Ich wurde seit Jahrzehnten nicht mehr krank, untersucht das doch mal. Und dann haben die erst gesagt, hier, was für ein Spinner, aber wir kennen den ja, der Eismann hier in Holland ist bekannt. Gut, lass es den mal untersuchen. Und das haben die gemacht und haben dem dann halt diese Krankheitserreger gespritzt und dann alle 20 Minuten oder 15 Minuten Blutabnahmen gemacht und mal geguckt, was verändert sich da im Blut. Und haben da Erstaunliches festgestellt, haben das als Einzelfallstudie veröffentlicht, was ja auch schon mal nicht schlecht ist, aber es ist halt noch keine große Studie. Haben gesagt, toll, aber vielleicht bist du in der genetischen Anomalie, vielleicht können das andere Leute nicht. Was bringt uns das jetzt, was du kannst? Kannst du das anderen Leuten beibringen? Und hat gesagt, ja, auch in kurzer Zeit kann ich das schaffen. Okay, ein Jahr, 2 Jahre, wie lange brauchst du dafür? 2 Wochen. Und letztendlich hat er für die Studie Leute trainiert, eine Woche in Polen an seinem Trainingslager, gesunde junge Studenten. Mit Die haben Peter? noch mit Kälte auch das ganze Programm. Die haben dann noch eine Woche lang zu Hause, 4 Tage zu Hause allein noch weiter trainiert und wurden nach 10 Tagen auf die Intensivstation gebracht, haben da angefangen, diese Atemtechnik zu machen, eine halbe Stunde lang. Dann wurden diese Krankheitserreger gespritzt und haben sie geguckt, was da passiert. Und die konnten nach diesem kurzen Training auch schon ihre Symptome so runter reduzieren, dass die da kaum was gemerkt haben. Und im Blut zeigte sich als Haupteffekt Folgendes. Wenn ich eine Stressantwort habe, die auf mich einprasselt, weil ich jetzt immer eine Gefahr sehe, habe ich die Stresshormone im Blut, die da ausgeschüttet werden. Das ist Adrenalin, das ist Noradrenalin und dann später Cortisol, so ein bisschen als Gegenspieler, um das wieder auszugleichen. Heutzutage haben wir ständig Stressantworten, weil wir immer Gefahren sehen. Wir sind im Stress durch Multitasking und so weiter, weil wir immer erreichbar sein müssen. Das heißt, wir haben natürlich Ausschüttung dieser Stresshormone, aber Adrenalin, Noradrenalin werden sehr schnell abgebaut. In ein paar Minuten ist das wieder weg, aber es wird halt immer wieder neu ausgeschüttet. Und Cortisol bleibt relativ lange im Blut. Und kurzzeitig ist das super, weil es den Körper auch stärker macht, um dem Stress umzugehen. Aber wenn man das die ganze Zeit im Blut hat, kann es halt Organschäden verursachen. Und das macht diese ganzen chronischen stressbedingten Krankheiten aus. So, und bei der Wim Hof-Methode mit der Atmung hat man jetzt Folgendes entdeckt. Wir haben eine Stressantwort, also einen schnellen Herzschlag und so weiter. Es wird Adrenalin ausgeschüttet. Aber Noradrenalin und Cortisol, die anderen Global Player der Stressantwort, bleiben ruhig. Da passiert nicht viel. Was sehr spannend ist, was man so noch nicht gesehen hat. Also man geht den ersten Schritt, aber nicht den kompletten Schritt der Stressantwort. Und wir wissen, und das wurde da auch gezeigt, dass Adrenalin einen sehr, sehr starken Zusammenhang zur Immunantwort des Körpers hat. Das heißt, wissen wir auch alle, wenn wir die ganze Woche richtig ackern, oder wissen viele Leute, da werden wir nicht krank. Da müssen wir aktiv sein, wir müssen hier unsere Arbeit machen, wir müssen das schaffen, was wir schaffen wollen. Und am Wochenende, wenn wir in Ruhe haben, dann kommen die Krankheitssymptome vorbei, dann kriegt man Erkältung und so weiter. Das heißt, Adrenalin, wenn das da ist, funktioniert das Immunsystem irgendwie gut. Das kann man ja sagen, gut, wird das dann irgendwie unterdrückt die ganze Zeit und dann irgendwann platzt es ja doch hoch nach einem Jahr Wim Hof-Training oder so. Nee, das wissen wir auch schon mittlerweile, was ja schon viele Jahre alt ist, das Training. Nur das Adrenalin im Blut bringt das Immunsystem in so eine neue Balance, was irgendwie sehr gut ist und viele, viele chronische Krankheiten verbessern kann. Das ist jetzt keine Wundermethode, aber es kann viele Symptome einfach abklingen lassen, dass man besser mit klarkommt, was für mich ja schon mal also ein Riesenwert ist als Methode, sowas zu können. Und es gibt viele neue Forschungen, die zeigen bei einzelnen Störungsgruppen, wie das dann da wirkt. Und vielleicht ist das für die eine Sache nicht gut und für die andere besser. Das wird man im Laufe der Jahre dann erfahren. Vielleicht gerade auch bei viralen Infektionen. Es gibt, das ist ja heutzutage nicht die Pandemie letztendlich auch schlechthin. Es gibt Epstein-Barr, es gibt die Herpesviren und so weiter. Das war ja vor vielleicht 30, 40 Jahren noch gar nicht so extrem vorhanden, wie das heute der Fall ist. Und vielleicht ist es dann auch eine Möglichkeit, einfach mit gezielten Atemtechniken, mit Kälteanwendungen und dann natürlich noch meditativ mit dem richtigen Mindset dahingehend vielleicht nicht nur damit den Körper gesund zu machen, aber auch damit und einer gesunden Ernährung dann wieder ins Gleichgewicht zurückzukommen.
Ja, es gibt Hinweise darauf, dass gerade dieser Sauerstoffmangel kurzzeitig, auch mit dem Luftanhalten, sehr viel gesundheitliche Effekte bringt, die man vorher noch nicht so kannte. Da gibt es auch jetzt vor ein paar Jahren einen Nobelpreis dafür. Da gibt es bestimmte Stoffe, die da ausgeschüttet werden. Wenn man einfach zu wenig Sauerstoff hat, dann muss der Körper umso stärker werden, natürlich, weil man das irgendwie überleben will. Und da gibt es viele Sachen, die da von gesundheitlichem Vorteil sind. Und viele Zellen können da nicht mehr klarkommen. Und unsere Mitochondrien, die Zellkraftwerke, unter Sauerstoffmangel sterben halt ab, die nicht mehr so gut funktionieren und es werden neu gebildet, die dann wieder besser funktionieren. Und das macht insgesamt auch so eine Art Entgiftung und Reinigungsprozess auf Zellkurebene, würde man fast sagen. Was dazu führt, dass im Grunde es eine sehr unspezifische Methode ist, diese Atemtechnik. Es wird alles irgendwie ein bisschen ausbalanciert. Man weiß nicht bei jedem Einzelnen, wie gut das wirkt, aber jeder profitiert ein bisschen davon und jeder einigermaßen gesunde Mensch, selbst der wird merken, okay, ich bin wirklich lange nicht mehr krank gewesen, wenn man das jetzt macht und ich fühle mich insgesamt gelassener, besser konzentriert, kann besser schlafen und fühle mich insgesamt einfach gesünder. Okay, gibt es noch was Wichtiges zu sagen jetzt zu dieser Atemtechnik, Atmung, Atemtechnik? Wem das interessiert, der kann sich sicherlich dann auch mal auf YouTube informieren. Ich weiß nicht, wir müssen es jetzt, glaube ich, nicht vormachen, die Atemtechnik. Das kann man, da gibt es so viele Videos zu, die man Genau. Ich anschauen. hab auch ein Instruktionsvideo, kann man frei auch verlinken, wo man das nochmal genau Auf deiner angucken kann auf Webseite gucken, Deutsch. ja? Das ist da nicht direkt, das schicke ich nur an die Leute, die es da brauchen und mache ich noch nicht öffentlich, aber auf YouTube findet man es irgendwie. Aber ich kann es gerne einen Link schicken, wo man das nochmal erklärt bekommt auf Deutsch. Okay, das können wir dann hier unten drunter einblenden im Interview und dann können die Leute da gerne Genau. sich das auch Ja, direkt ein ganz. nach dem Interview anschauen. Ganz, ganz, ganz wichtige Sache ist, die muss man wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Die Wim Hof-Methode hat diese Atemtechnik und Kälteanwendung, also kalte Duschen oder ins Eisbad gehen, in kaltes Gewässer gehen, als parallele Stränge. Das heißt, wenn man das nebeneinander macht und lange Zeit, gibt es tolle gesundheitliche Effekte. Aber bitte niemals Atemtechnik im Wasser machen. Ja, das muss man ganz deutlich sagen und das auf den Ohne ersten Blick versteht man es vielleicht nicht, weil man bisschen schwindelig werden kann bei dieser Atmung, vielleicht auch mal kurz das Bewusstsein verlieren kann. Und im Wasser ist das die schlechteste Idee, die du haben kannst. Macht kein vernünftiger Mensch, der ein bisschen Ahnung hat. Also Atmung, alles, was ich dir erzählt habe über Atmung, in einer sicheren Umgebung, das heißt, wenn du liegst, wenn du sitzt, irgendwo gepolstert bist und Ruhe hast und da nichts passieren kann. Nicht beim Autofahren, nicht beim Fahrradfahren oder sonst wie. Und schon gar nicht im Wasser. Das ist ganz wichtig. Also Wasser war jetzt ein guter Stichpunkt. Dann, das ist der nächste Baustein neben Atmung, die Kälteanwendung. Ja, also Ja. wird ja auch gesagt, dass man den Schmerz mit Schmerz behandeln sollte. Ja, das heißt, man hat ja durch die Kälte entsteht ja eine gewisse Art von Schmerz auch letztendlich. Ne? Oder auch wenn man es gibt ja auch diese Kältetherapie. Das hatte meine Frau zum Beispiel auch mal gemacht. Da ist sogar noch extremer, da ist richtig, glaube ich, über 100 Grad, minus 100, keine Ahnung, was wie viel. So Sportler nehmen das ja auch manchmal. 2 Minuten rennen die dann in dieser Kältekammer rum. Da wird das ja auch schon angewandt letztendlich, diese ganze Technik. Aber bei Wim Hof ist es ja nochmal anders. Ja? Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Auch auf das kardiovaskuläre System, auf das Herz-Kreislauf-System soll es ja einen sehr positiven Einfluss auch haben, diese Kälteanwendung. Ja, auch da wieder, wo ist da der Ansatzpunkt? Warum jetzt gerade Kälte? Hat wieder was mit Stress auch zu tun? Wir hatten es ja schon gesagt, kurz, ne? Ja, genau. Also Kälte ist einfach sowas, was in den Köpfen der meisten Leute als der maximale Stressor ist, der so man sich vorstellen kann. Ja, also wenn man in die Kälte geht, denkt man, oh Gott, das kann man nicht lange aushalten. Man zieht sich warm an, das kann man schon gar nicht nackt aushalten und so weiter. Und in der Wim Hof Methode wird man Stück für Stück daran geführt, dass man das sehr wohl aushalten kann, weil der Körper adaptieren kann. Der kann sich da schützen, kann Wärme selber erzeugen und man hält das nicht nur aus, man kann es sogar genießen und richtig Spaß haben. Und das lernt man und das ist super, weil das so unseren kulturellen Normen entgegensteht, die wir so im Kopf haben. Und wenn man Forschung anguckt zu Kälte, da gibt es lange, lange, schon seit 100 Jahren irgendwie so Forschungen, die zeigen, was passiert bei Schiffskatastrophen bei Leuten, die plötzlich ins kalte Wasser fallen, wie lange überleben die und so weiter. Also so ein Bias zum Negativen hin, was für Schädigungen Kälte alles haben kann. Die positiven Aspekte werden kaum beleuchtet in der Wissenschaft. Das nimmt jetzt so langsam zu. Das ist so ähnlich wie, was ich neulich gerade gelesen habe, Cannabisforschung. Wird auch geguckt, welche schädigen Wirkungen das hat. Und in neuester Zeit werden auch die positiven Sachen angeguckt. Und die Kälte ist etwas, was uns wirklich in den Moment hineinzieht. Das ist wie eine forcierte Achtsamkeitsmeditation. Wenn man in so einem Eisbad sitzt, wird man an nichts anderes mehr denken können, als an diesem Moment da zu sitzen.
Ja, nichts in der Vergangenheit, was da gewesen ist, keine Ängste in der Zukunft, sondern das ist eine mentale Reinigung, die man sich nicht vorstellen kann, die unglaublich stark ist. Also es gibt es nirgendwo, dass man das so erleben kann. Und der Körper wird auch da, gleiches Prinzip wie bei der Atmung, durch dieses aus der Balance bringen, stärker, weil er der Kälte trotzen muss. Wenn man das langsam trainiert, von kalten Duschen, paar Sekunden anfangen, dann wieder auf warm drehen und so weiter und die Zeit der Kälte mal ausdehnen und dann irgendwann sein erstes Eisbad nehmen, dann ist das eine super Geschichte, wo man einfach sich daran gewöhnt und merkt, man wird wirklich erfrischter, wacher, man kann besser in den Tag starten. Und auch da gibt uns neueste Forschung recht, das ist ein wesentlicher Bestandteil von Langlebigkeitsfaktoren, dass man sich regelmäßig der Kälte aussetzt. Kann man das auch, ich meine, als Beispiel, wenn man in wärmeren Regionen lebt, ist es ja relativ schwierig, da gibt es manchmal auch keine kalte Dusche. Kann man das auch in einer Tiefkühltruhe, könnte man sich da auch in eine Tiefkühltruhe legen? Weil es ist ja auch ein Kältereiz, der dann ausgesetzt wird. Ja, nicht in der normale, das muss man schon irgendwie umbauen, sonst kriegst du da Gefrierbrand, wenn du da dran feststecken bleibst. Aber es gibt verrückte Leute, die sich da wirklich Gefriertruhen umbauen, um was zu machen. Da kann man ja ausrüsten damit irgendwas. Genau, aber überleg mal, in der Wüste wird es nachts wirklich sehr, sehr kalt. Auch die Leute müssen extreme Temperaturschwankungen aushalten. Und das können die auch, weil sie nichts anderes gelernt haben. Der Körper ist da ausgestattet, das irgendwie hinzubekommen. Nur, wenn man sich mal überlegt, wie lange ist jetzt das her, dass wir in wohltemperierten Räumen uns aufhalten? Noch nicht so lange. Das ist etwas, wo wir evolutionsbiologisch da gar nicht für ausgelegt sind, dass wir gar keine Temperatur mehr regeln müssen. Und wenn es draußen kalt ist, ziehen wir uns warm an. Und in meinem Workshop ist es so, dass ich da Eisbäder mache, wo die Leute 2 Minuten drin sitzen und auch selbst kurz vorher sagen, das packe ich bestimmt nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann sitzen die da drin und kommen raus und jubeln wie verrückt, weil das ein unglaubliches Gefühl ist, dass das alles funktioniert. Und fast gleichwertig, würde ich sagen, ist es, wenn ich mit den Leuten im Winter bei Minusgraden draußen nur mit Badehose unterwegs bin und eine halbe Stunde rumlaufe, ohne viel Vorbereitung, nur mit der richtigen Technik dabei, mit ein bisschen Atmung dabei. Und man merkt, selbst das kriege ich hin. Mein Körper kann das regulieren, dass man wieder warm wird und das mit der Kälte auch bei Minusgraden mit wenig Stoff am Körper wunderbar hinbekommt. Ist das auch eine Korrelation auch mit dem Mindset, weil letztendlich Wim Hof hat ja mehrere Weltrekorde aufgestellt im Eis, also unter eine Eisscholle getaucht oder 50 Minuten im kalten Wasser oder mehrere Sachen da aufgestellt. Jetzt muss man sich ja fragen, gut, Wim Hof ist ein Mensch, genau wie du, genau wie ich. Wenn wir das vielleicht machen würden, würden wir vielleicht erfrieren oder sterben. Solche Sachen, was ist jetzt das Geheimnis? Warum hält er das aus und andere halt nicht? Warum erfrieren andere im Himalaya bei minus 20 Grad und Wim Hof würde es vielleicht gut gehen im Himalaya und würde da rumrennen und durch den Schnee springen und noch nicht mehr irgendwelche Erfrierungen an den Füßen haben? Was ist jetzt? Da muss ja ein großes Geheimnis hinterstecken. Das hat er ja gemacht. Also es gibt ja wirklich da auch Aufnahmen, wie er im Mount Everest in der Todeszone da irgendwie rumläuft, nur mit Badehose. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen, wenn man das so noch nie gehört hat. Dann denkt man, das ist doch irgendwie fake oder so. Ja, was steckt dahinter? Letztendlich ist es ein Training, was man sich über lange, lange Zeit hinweg gibt und deswegen den Körper an die Kälte gewöhnt. Und er ist ja nicht der Einzige, der das kann. Das längste Eisbad der Welt, also ich glaube jetzt weltrekordmäßig heißt das irgendwie Full Body Ice Immersion oder sowas, hat Wim Hof lange gehalten. Das waren wie 1 Stunde 52 Minuten. Ich glaube, letzten Samstag, der Josef Köbel hat das ausgeweitet auf 2 Stunden 30 Minuten und der macht keine Wim Hof Methode und keine Atemtechniken, sondern gewöhnt seinen Körper an der Kälte mit Eisschwimmen da in den Alpen. Ja, also das ist alles eine Sache, die menschlich überhaupt außer Frage steht, dass uns das möglich macht. Aber es ist ein Training. Das heißt, nicht jeder kann das jetzt sofort hinbekommen. Klar, muss man sich langsam, graduell steigern, diese Kälte auszuhalten, den Körper daran zu gewöhnen, das mit einem Mindset des Positiven zu bewerten, dass es nicht etwas ist, wo ich mich gegen wehren muss, sondern wo man auch wirklich dankbar sein kann, dass die Kälte einen ins Hier und Jetzt holt, dass es sozusagen den Geist da gereinigt wird und mit so einem Mindset da in diese Kälte rangeht. Und das funktioniert wunderbar. Und wenn ich meine Kinder anschaue, die jetzt das in den letzten Jahren mitbekommen haben, was ich mache und das auch mit der Kälte mitmachen, als ob das nichts ist, da friere ich mehr als die draußen mittlerweile, wenn die im T-Shirt im Winter rumlaufen. Für die meisten Kinder ist das normal, weil die können das noch regulieren. Und nur, dass wir als Eltern sagen, zieh dich immer warm an und Mütze und Schal drauf und sonst erkältest du dich. Deswegen machen die das nicht. Wenn sie es könnten, dann würden sie es tun. Und wenn es ihnen zu kalt wird, würden sie sagen, jetzt brauche ich meine Jacke. Aber das geht, das kann man gut hinbekommen. Ich habe das eigentlich auch eher so verstanden. Ich habe da so ein bisschen so diese
diesen geistigen Aspekt so entdeckt. Weil letztendlich ist es ja so, meistens ist es ja so in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft, im östlichen Bereich ist es vielleicht ein bisschen anders. Da wird es aber auch schon, das Gleichgewicht kippt auch schon ein bisschen. Bei uns ist es so Körper über Geist. Das heißt, als Beispiel, ich habe irgendwie einen Schmerz im Körper und auf einmal kriege ich Angst. Denke ich, oh mein Gott, da stehe ich jetzt hier. Oh mein Gott, da ist wieder was. Und hier. Und durch die Identifizierung mit dem Schmerz, den ich da habe, kommen die ganzen Folgeerscheinungen dann wieder mit dazu, weil ich mich geistig mit der ganzen Sache halt auseinandersetze und mich da reinsteigere. Ja, ich baue mir sozusagen meine eigene Krankheitsbild dann auch letztendlich auf. Es gibt auch diese Hypochonder, die letztendlich eigentlich fast nichts haben, aber die sich dann irgendwas einbilden, irgendeine Krankheit, und das Ganze wird dann vielleicht auch zur Krankheit, obwohl es vielleicht vorher gar keine Krankheit war, weil sie geistig das Ganze damit implementiert haben. Und bei der Wim Hof Methode, auch gerade bei dem Eis, verstehe ich das eigentlich eher so, wenn ich jetzt Yogi bin und ich würde die Wim Hof Methode praktizieren, dann würde ich mich halt mit dem Kältereiz nicht so sehr identifizieren. Ich würde halt sagen, okay, ich beobachte das halt. Und wenn man viel meditiert, merkt man das ja auch, dass es ja bloß eine Aneinanderreihung von chemischen Reaktionen sind, von Ursache und Wirkung. Ja, es gibt eine Ursache, es gibt eine Wirkung, dann gibt's, von der Wirkung gibt es wieder eine Ursache, dann wieder eine Wirkung und so weiter. Also man weiß nie, wo geht's eigentlich, fängt es an und wo hört es eigentlich richtig auf. Und nur weil ich mich damit identifiziere, sage ich mal, als Beispiel Krebsgeschwür, okay, das ist jetzt ein Krebsgeschwür, das ist ein Schmerz. Ich kenne auch, sage ich mal, das ist jetzt keine allgemeingültige Geschichte, aber ich kenne auch Leute, die haben wirklich schwerwiegende Krankheiten mit Meditation zum Beispiel geheilt. Ja, indem sie einfach durch das Loslassen, sich nicht mehr damit identifizieren, es einfach nur beobachten, hat sich das irgendwann aufgelöst, die ganze Story. Und so habe ich das auch mit der Wim Hof Methode verstanden. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass man dann einfach nur loslässt, man akzeptiert die Situation, in die man sich begibt, den Stress, man nimmt es an und in dem Moment, wo ich was annehmen kann, kämpfe ich nicht mehr dagegen und in dem Moment wird sich das auch nicht manifestieren. Dann friert mir halt nicht die Hand ab und nicht der Fuß ab, sondern ich bleibe einfach locker, oder? Ja, bis zu einer gewissen Grenze hast du recht. Also da gibt's ja, das ist das Wunder im Grunde der Kraft des Geistes. Die Normalen, die jetzt zu dir zum Kurs kommen zum Beispiel, da meine ich, jetzt nicht, ich habe jetzt das noch nie gemacht und ich gehe jetzt in die Todeszone im Himalaya und denke jetzt, genau. Na ja, jetzt mache ich das mal alles mit meinem Geist. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt so die allgemeine Geschichte, wie die so funktioniert. Ja, ja, das ist richtig. Also es gibt eine Grenze. Es gibt ja auch so ein biologisches Prinzip, was die Wim Hof Methode sehr gut erklärt. Das nennt sich Hormesis. Das ist sozusagen, was entdeckt wurde, wo man schaut, dass man Toxine oder Stressoren an Lebewesen heranträgt und einen gewissen Bereich, der sehr nah ist, zusammen ist, die hormetische Zone, da wächst man. Ja? Also es darf nicht überschritten werden, ist noch weniger oder gar nichts, ist auch nicht gesund. Also so ein bisschen Stress ist für den Körper mal gut. Das ist, widerspiegelt das ganze Prinzip der Wim Hof Methode. Ja? Wenn man zum Beispiel die Antibiotikaresistenz nimmt, ist genau dasselbe. Also wenn man denen ein bisschen Antibiotika gibt, dann sterben die Bakterien nicht ab, sondern werden stärker. Man muss schon eine ordentliche Dosis geben. Das ist ja unser Problem heutzutage. Im Grunde ist das wirklich ein grundlegendes Prinzip, das wir für uns in der Methode nutzen. Das heißt, klar, man hat ein Mindset, was man auch entwickelt, man lässt sich darauf ein, man identifiziert sich nicht so sehr damit, man kämpft nicht dagegen an, gegen die Kälte, sondern sagt, die ist uns so stärker, die Natur ist stärker, ich gebe mich dem hin und entdeckt sich damit als besonders stark und auch, man reguliert da auch gegen. Aber natürlich gibt es da auch eine Grenze. Man kann nicht einfach so mit diesem Prinzip da jetzt 5 Stunden im Wasser sitzen bleiben und es würde nichts passieren, weil dann wird der Körper automatisch auch eine Unterkühlung kriegen oder die Haut würde irgendwie abfrieren oder irgendwas. Ja, es gibt irgendwo immer eine Grenze, die man natürlich sehr weit treiben kann, wenn man es lange trainiert. Aber es kommt bei der Wim Hof Methode nicht so sehr auf diesen Wettbewerb an, wie lange kann man jetzt irgendwas machen, wie lange kann man im Eisbad sitzen, sondern eher so, dass man diese Stressoren für sich nimmt, nutzt, um da stärker zu werden. Und das reicht auch, den kurzzeitig zu haben, den Stress, weil jeder eine eigene hormetische Zone hat, die einem die Gesundung bringt. Ja, für den einen mag das sehr gering sein, der Stress. Für den einen, der kann das eine Stunde aushalten, der macht das noch lange nichts aus. Aber jeder muss so seinen Weg finden. Und es ist auch eine gewisse Art von Sprachkurs, den wir da lernen, nämlich die Sprache des Körpers immer besser zu verstehen. Was sendet er für Signale? Sind das wirklich Sachen, die mir eine Gefährlichkeit anzeigen? Oder ist das nur etwas, was ich in meinem Kopf mache? Das ist ja, was die Kälte auch aussagt. Du stirbst hier und keiner stirbt bei 2 Minuten Eisbad. Das ist gar nicht möglich. Deswegen, das ist so die Panik, die das Gehirn kreiert. Man erlebt sich dann stark, weil der Körper signalisiert, eigentlich, wenn man daran gewöhnt ist, du kannst das hier gut aushalten und mach dir nicht selber immer was vor. Genau, das meine ich auch damit mit Mindset, dass man letztendlich einen gewissen Gleichmut entwickelt und sicherlich kann man das mit jeder Session erweitern und dann ist man halt vielleicht auch irgendwann
in diesem Wim Hof-Sphäre, wenn man das über Jahrzehnte hin macht. Und dann kann man das auch länger aushalten, weil man natürlich auch dann nicht nur dieses vaskuläre System trainiert, sondern auch den Mindset trainiert man letztendlich auch. Und das weitet man dann ja auch immer weiter aus, immer weiter loslassen kann, weil man halt die Erfahrung gemacht hat und merkt, oh, ich muss ja gar keine Angst haben. Es ist ja auch nach einer halben Stunde immer noch ganz okay und ich habe keine großen Probleme. Ne? Genau. Das wollte ich damit auch letztendlich sagen, mit der ganzen Geschichte, dass wir immer uns meistens unsere Probleme selber kreieren. Ja? Und ja. Das kann man bei der Wim Hof-Methode auch wunderbar beobachten. Ne? Also manche kriegen da vielleicht nach einer Minute kalt duschen schon Panik und rennen aus der Dusche raus. Und andere bleiben mit ganz entspannt stehen und sagen, ja, mach doch nichts, ein bisschen kalt, mein Gott. Ja, ja. Aber diese Veränderung, die mit den Leuten passiert, dass sie dieses Mindset haben, wie das kann ich nicht aushalten, auch die ersten Momente im Eisbad zum Beispiel, in Workshops denken, um Gottes Willen, so schlimm hätte ich es mir nicht vorgestellt. Und trotzdem, ich die da reincoache und durchcoache, die ruhig bleiben und die nach 30 Sekunden oder so, früher oder später, kommt das immer der Moment, wo alles sich ändert und die denken auch, okay, das geht ja doch. Das geht ja wirklich, wenn ich einfach ruhig bleibe und mich dem sozusagen aussetze, ohne dass ich hier die Panik schiebe. Und hinterher haben die so einen Spaß und haben sich so in 2 Minuten so unglaublich verändert, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich toll zu beobachten. Okay, ich wollte jetzt mal auf den Mindset eingehen. Wir haben es ja schon jetzt auch, es gehört ja zusammen letztendlich. Deswegen ja, genau. Wieder rein bei der Atmung, auch bei der Kälte, aber speziell noch auf den Mindset. Gibt es noch was zur Kälte jetzt zu sagen, was wichtig wäre, was du den Zuschauern noch mitteilen möchtest? Also jeder, das ist ja der Vorteil der Methode, das sind ja Sachen, die nichts kosten. Jeder kann eine kalte Dusche nehmen oder kann sich hinlegen und atmen. Nur man muss es halt richtig machen mit der richtigen Instruktion. Man kann anfangen mit den kalten Duschen, da gibt es auch bestimmt im Internet, weiß ich, viele Hinweise, wie man es machen sollte, von kalt auf heiß zurückdrehen, so Wechselduschen und die Kältezeit immer mehr ausdehnen. Und dann kann man sich langsam an die Kälte gewöhnen und da ruhig und entspannt bleiben und ruhig atmen. Das ist wirklich das A und O. Nicht verkrampft sein, sondern sich da reinbegeben und entspannt bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste zur Kälte. Da gibt es natürlich auch Anleitungen zu Atmung, haben wir schon viel gesagt. Und Mindset, hast du richtig gesagt, ist im Grunde etwas, was da rein verwoben ist. Das ist zwar eine dritte Säule, aber es gibt jetzt nicht irgendwie eine spezielle Übung oder eine spezielle Meditation oder mit Wim Hof-Methode, sondern es ist etwas, was man sozusagen durch diese anderen Säulen trainiert, dass man dann auch den Geist verändert, indem man dem Körper diesen Stressoren zufügt, den man sich dann aussetzt und dadurch den Geist verändert. Und das ist, was man beobachtet, wenn man das wirklich intensiv mal eine Zeit lang macht, sei es eine Woche, wirklich jeden Tag intensive dieses Training macht, dann verändert man sich wirklich sehr, sehr stark. Man wird gelassener, angstfreier. Und es ist auch wirklich körperliche Leistungsfähigkeit, nimmt zu. Man merkt das ganz deutlich. Hm. Wo wir jetzt noch gar nicht so viel zu gesagt haben, bei der Kälte fällt mir gerade ein, das Herz-Kreislauf-System, ne? Das kardiovaskuläre System. Das ist ja eigentlich ein entscheidender Punkt, den ich damit der ja nebenbei noch positiv beeinflusse. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu verlieren, weil das ja auch vielleicht dann den einen oder anderen dazu motiviert, vielleicht auch dann in die Methode einzusteigen. Okay, es gibt 2 Punkte, glaube ich, die man nochmal auf jeden Fall erwähnen muss bei der Kälte. Wenn wir uns der Kälte aussetzen, schließen sich die Blutgefäße. Das sind ja auch Muskeln in den Innenwänden der Venen und Arterien. Wenn wir dann ins Warme zurückgehen, geht das wieder auf. Deswegen sind Wechselduschen eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Ja. Genau, im Grunde ist Kneipp jemand, der das alles mal entdeckt hat. Wim Hof hat einen anderen Weg dazu gefunden, der vielleicht ein bisschen moderner ist und Leute mehr animiert als Kneipp. Ist ja auch eine zeitgemäße Geschichte. Und mit der Kältegeschichte bei Wim Hof ist es wirklich so, die Blutgefäße schließen sich und dann geht man aus der Kälte raus, aber geht nicht gleich ins Warme. Das ist wirklich das Wichtigste, sondern man stellt sich weiterhin draußen hin in der Kälte und bewegt sich auf eine bestimmte Art und Weise, macht ein paar Körperübungen und der Körper lernt damit auch alleine wieder warm zu werden. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Nicht gleich in die Sauna laufen oder sowas, sondern dieses Gefühl, aha, ich muss dagegen regulieren und werde alleine warm. Das heißt, er sorgt dafür selber, dass die Blutgefäße auch wieder aufgehen und dieses muskuläre, kardiovaskuläre Training halt dann stattfindet. Und dann gibt es natürlich Geschichten, die auch ganz klar sind, dass, was ich schon erwähnt habe. Die Kälte hat auch einen Effekt, dass da im zellulären Bereich irgendwas, was nicht mehr gut funktioniert, dann abgestorben wird und dann wieder neu gebildet wird, Mitochondrien zum Beispiel. Das ist wirklich etwas, wo wir uns von Grund auf halt auch erneuern können. Und was man noch sagen müsste, vielleicht auch einen ganz wichtigen Punkt, ich habe ja über Atmung geredet, das Immunsystem und diese Studie mit Wim Hof. Wenn man so ein Training macht, Wim Hof-Methode, Atemtechnik und Kälte und dann irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man vielleicht doch ein bisschen kränklich wird und irgendwie sich nicht gut fühlt oder eine Erkältung entwickelt, ist
der Moment sofort gekommen, mit der Kälte aufzuhören. Das ist eine starke Naturkraft. Wenn ich nicht gesund bin und krank bin, dann sollte ich mit der Kälte sofort aufhören. Bei der Atmung ist etwas anderes. Wenn ich immer noch gut atmen kann und das noch mitmachen kann, kann ich mich durch Atmung wirklich gesund atmen und den Körper durch dieses Pushen des Immunsystems wirklich da wieder in eine neue Balance bringen. Aber mit der Kälte sollte man aufhören, wenn man nicht wirklich gesund ist. Nur gesunden Menschen wird die Kälteanwendung empfohlen und ansonsten halt die Atemübungen und halt Meditation, den Mindset halt trainieren. Genau. Genau, auf den Mindset wollte ich nochmal zu sprechen kommen jetzt. Das ist ja, wir haben es eben schon mehrmals erwähnt, ein zentraler Punkt auch in den einzelnen Techniken. Und wir hatten auch vorhin noch schon mal kurz darüber gesprochen. Es gibt ja da dieses zentrale, ich glaube, es heißt Höhlengrau. Ja, also wenn man das übersetzt, vielleicht können wir das nochmal im Zusammenhang bringen, auch mit dem Mindset, weil da sind ja auch diese Flucht-Kampf-Mechanismen gespeichert, die Urinstinkte und auch das limbische System hat ja da auch einen entscheidenden, ist ja auch ein entscheidender Faktor, auf den ich im Prinzip auch Einfluss nehmen kann, mithilfe der Wim Hof-Methode. Oder wie? Also ich bin, ja, ich, du weißt, ich bin seit 20 Jahren Hirnforscher, so würde ich das nicht sagen. Also das muss man ein bisschen anders, glaube ich, formulieren. Das PAG, paraquaduktale Grau, ist eine Struktur, Ansammlung von Neuronenkernen im Hirnstamm, die mit Schmerzempfinden was zu tun haben. Mhm. Ja, die sind aktiviert, wenn man mehr Schmerz hat und deaktiviert, wenn man weniger hat. Das kann man in vielen Untersuchungen zeigen. Mhm. Und Wim Hof hatte sich jetzt vor einigen Jahren auch eine FMRT-Studie zur Verfügung gestellt in Detroit, wo er Kälte bekommen hat im Scanner in Form von Schläuchen im Anzug, den er trug, mit kaltem Wasser und dann wieder warmes Wasser, wird immer geändert. Und hat man geguckt, was verändert sich da im Gehirn. Und hat man halt gesehen, dass dieses PAG sich verändert, wenn er diese Kälte aushalten muss. Das heißt, die Hypothese ist, er nimmt dieses Schmerzempfinden, was man vielleicht normalerweise bei Kälte hat, nicht mehr so wahr. Er kann sich da, um vielleicht mit deinen Worten zu sagen, von diesem Schmerz, von diesem Kältereiz distanzieren und nimmt den nicht mehr als aversiv wahr. So. Deswegen leuchtet das auf. Die Inselrinde im Gehirn spielt auch eine große Rolle bei internen Zuständen, die man da scannt. Die ist da auch aktiv gewesen. Mhm. Aber das ist eine Studie, die eher darum geht, wie man die Kälte aushalten kann. Und Wim Hof konnte da nicht atmen in dem Sinne während dieser Studie, weil man ja ruhig liegen muss, um diese Aufnahmen wie bei einem Fotoapparat nicht zu verwackeln. Mhm. Das heißt, er hat im Grunde mit dieser Mindset-Geschichte, mit seiner Konzentration, mit dem, was er so gefühlt hat, diese Kälte in den Griff bekommen, ohne diese Atmung auch dabei zu machen, was er vielleicht normalerweise machen würde. Das ist so ein Indiz dafür, dass das reine Konzentration, einen Zustand hervorzurufen, den man kennt, allein durch die Erinnerung, den Körper schon so verändern kann. Das ist ja, glaube ich, nicht so schwer nachzuvollziehen. Wenn man sich in einen Zustand erinnert, der mal schmerzhaft war, ein Trauma, ein Unfall oder so, geht es einem ja wahrscheinlich damit auch nicht gut, wenn man das in Erinnerung ruft. Also das Negative hervorholen ist auch ganz leicht. Das machen wir alle ziemlich schnell. Und das Positive kann man auch lernen. Und Wim Hof hat gezeigt, dass das wirklich auch mit seinen Erfahrungen geht, dass man nur durch Konzentration, durch diese Mindset-Änderung dieser Kälte trotzen kann. Und insgesamt besteht die Wim Hof-Methode als Grundprinzip auf dieser Prämisse, dass man mehr kann, als man glaubt, viel mehr aushalten kann, als man glaubt, dass der Körper stärker ist, als man glaubt. Und diesen Wachstums-Mindset sozusagen viele Dinge herangeht und dann vieles im Leben schaffen kann. Das heißt, es geht dann um die geistige Reinigung durch Atmung und durch Kälte, dass der Geist halt zur Ruhe kommt. Es ist im Prinzip auch eine Meditationstechnik, die Atmung und auch letztendlich die Kälte, das Kälteaussetzen, weil man ja in einen meditativen Zustand sich hineinversetzt, weil letztendlich die Gedanken ja nicht mehr da sind. Bei der Atmung sind die Gedanken nicht mehr da. Und bei der Kälte auch nicht mehr. Und wenn ich richtig meditiere, normalerweise sollten die Gedanken auch nicht mehr da sein. Das ist natürlich dann schon ein bisschen höhere Kunst mit der Meditation, weil man da nicht so starken Reizen ausgesetzt ist, körperlichen Reizen ausgesetzt ist. Ne? Ja. Vielleicht ist es dann auch so eine Vorstufe, die man machen kann, um dann, hast du auch gesagt, bei der Atmung fällt es dann nachher letztendlich leichter, in die meditativen Zustand hineinzugehen. Und ich hatte in meinem Interview auch gesehen von Wim Hof, wo er gesagt hat, befreie deinen Geist und der Körper folgt letztendlich. Mhm. Ja. Gibt es da auch Hirn, weil du bist ja nun Hirnforscher, gibt es da vielleicht auch noch Erkenntnisse, was den Mindset, Meditation, die Befreiung des Geistes, hört sich immer so ein bisschen spirituell und so ein bisschen komisch irgendwie an. Gibt es da auch Forschungen zu in dieser Richtung?
Also von der Wim Hof-Methode an sich gibt es nur diese eine Hirnforschungsstudie, die man Wim Hof gemacht hat. Da gibt es noch nicht mehr zu. Aber insgesamt zum Mindset und was man mit verschiedenen Gedankengängen erreichen kann, auch was es für körperliche Auswirkungen hat, da gibt es ganz, ganz viel. Das ist das Stichwort Placebo- und Nocebo-Forschung. Ja. Da gibt es in den letzten Jahren immer mehr Erkenntnisse, dass die Gedanken, die man an Bord hat, das, was man glaubt, was einen betrifft, sozusagen eine große Auswirkung auf den Körper hat. Sowohl positiv, das wäre dann Placebo, dass man glaubt, irgendwas würde einem helfen und dann hilft es einem wirklich im Körperlichen, als auch Nocebo, das ist sozusagen der böse Zwilling des Placebo-Effektes, wo man glaubt, irgendwas würde einem schaden und dann schädigt einen das auch wirklich, weil man das nur glaubt, obwohl objektiv da nichts ist. Der Hypochonder wäre da. Ja, da weiß ich nicht so genau. Da würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, erstmal klingt das so, als wäre das Hypochonder, wäre das so, aber man muss ja auch sagen, wie viele Leute sind schon abgestempelt worden als Hypochonder, die doch wirklich was hatten, weil die Medizin ja auch nicht alles genau untersuchen kann und nicht alle Instrumente zur Verfügung hat für bestimmte Sachen, die man vielleicht nicht so einfach finden kann. Also da würde ich immer differenzieren. Okay, also grundsätzlich haben wir da im Prinzip auch den Mindset besprochen. Also da, oder gibt es da noch was auch wichtig ist, was du gern betonen möchtest, was wir jetzt vergessen haben, damit die Menschen das verstehen, die Zuschauer es verstehen, wie das Ganze funktioniert? Gibt es da noch eine bestimmte Technik oder? Ich würde sagen, es sind im Grunde zwei Stufen, die man mal im Kopf behalten sollte. Erstmal kann man es sofort ausprobieren, gibt da freiheitliche Videos mit der Atemtechnik und mal kalte Duschen nehmen und sich ja langsam steigern. Das ist so die erste Stufe, wo man ganz schnell schon merkt, okay, interessant, da steckt wirklich was hinter, ich merke was. Keiner wird da sagen, och, so lauwarm mäßig, ich habe eine Atemtechnik gemacht von Wim Hof, aber ich habe da nichts gemerkt. Wird ganz selten passieren. Das Zweite ist, wenn man da gemerkt hat, okay, da steckt was hinter, sollte man das mal für 1, 2 Wochen machen, weil dann kommen die nächsten Schritte. Wenn man das regelmäßig macht, wie dann diese Effekte sich auch noch aufsummieren, dass nicht einfach mal kurz was Nettes ist, sondern das wirklich einen so weit tragen kann, dass man das nicht für möglich hält und vieles da im Körper passiert, wo man Gelassenheit, Stressfreiheit, haben wir schon angesprochen, emotionale Lösungsblockaden, die da sich frei machen, kann man auch sagen, Traumata, die sich auflösen könnten, Süchte, die man vielleicht hat, die sich auflösen. Also manchmal denke ich auch, dass es irgendwie nicht, geht nicht mit rechten Dingen zu, aber wirklich in Workshops, wo Leute lange, lange Raucher sind und sagen nach einer Atemsession so, ich habe das Gefühl, ich brauche so einen Scheiß nicht mehr und damit aufhören. Und das ist es dann so. Und es ist schon sehr interessant, was der Körper eigentlich machen kann, wenn er mal losgelassen wird und der Geist nicht mehr so viel Interferierungsmöglichkeiten hat. So, und das würde ich sagen. Man kann es ein bisschen sich entkoppeln, was gesund ist und wirklich 2 Stufen. Einfach mal ausprobieren. Das nächste, wenn man gemerkt hat, da steckt was hinter, mach das mal länger. 1, 2 Wochen, schreib auf, was jeden Tag passiert und dann schau mal, was nach 2 Wochen für ein Resümee kommt. Und Endorphinausschüttung ist ja auch noch, kriegt man auch kostenlos mit dazu. Ist ja auch ein Glückshormon. Muss man keine Schokolade mehr essen, kann man die auch im Kühlschrank lassen und ja, und tut was Gesundes, indem man einfach natürlich Glückshormone ausschüttet. Genau, das ist richtig. Ja, das passiert mit guter Anleitung, passiert das fast auch schon garantiert, dass man da so in tiefe Zustände kommt und so Glückshormone hat in bestimmten Phasen der Atemtechnik, wo man wirklich denkt, man könnte die ganze Welt umarmen, weil es irgendwie so entspannt und glücklich und so zentriert anfühlt. Ist schon viele Leute berichten, es ist wie auf anderen Drogen zu sein, das können sie gar nicht für möglich halten, nur mit Atmung, dass das überhaupt so geht. Kann man dann auch mit der Methode auf sein Unterbewusstsein zugreifen oder glaubst du, das funktioniert mit der Methode überhaupt gar nicht? Frage, was damit gemeint ist. Ich habe viel mit Hypnose gearbeitet. Ich finde Hypnose toll, aber ich finde Hypnose auch ein bisschen zu anstrengend. Und zu, ja, man kann vieles leichter erreichen, als sich viel mit Trance Mühe machen, weil gerade durch Atemtechnik kommt man sehr leicht in andere Zustände hinein und man muss gar nicht mehr irgendwelche Suggestionen reingeben oder sowas, weil der Körper von sich heraus was integriert und neu konfiguriert durch diese Atmung. Ich würde das nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber ich habe erlebt, dass durch Atmung vieles einfach viel, viel leichter funktioniert, auch unbewusste Prozesse da ja, zu Bewusstsein zu bringen oder sie so zu ändern, dass sie einem eher nützen als schaden. Das ist ja wie mit Rauchstopp, ist im Grunde genau dasselbe. Da du ja nun Psychologe bist, würde mich noch eine Frage interessieren. Und zwar, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und viele stellen dann auch mal die Frage, ja, warum lässt Gott das alles zu? Und dann sage ich immer, na gut, wir haben ja einen freien Willen. Ja? Und es geht ja bei der Wim Hof-Methode auch um die Willenskraft.
Gibt es da irgendeinen Ort, der lokalisiert ist? Wie entsteht das? Willenskraft? Was ist das überhaupt? Und es gibt ja Leute, die haben eine sehr starke Willenskraft. Ja, also das sind meistens auch sehr erfolgreiche Menschen oder auch Leute, die sich dann von schweren Krankheiten selber befreien mit ihrer eigenen Willenskraft und Stärke. Und dann gibt es aber wiederum auch Leute, ja, die kriegen im Prinzip irgendwie nichts hin, sind relativ schwach. Jede Krankheit ist gleich eine Katastrophe, bricht alles zusammen und so weiter. Womit hat das was zu tun? Was ist das überhaupt, die Willenskraft oder der freie Wille? Was ist das, ein freier Wille? Was ist das, Gewissen oder was soll das sein? Das ist, glaube ich, etwas, was man in 10 Jahren Philosophie nicht ausreichend erörtern kann, diese Frage. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich habe mich viel damit beschäftigt und habe viel auch Philosophie studiert und so. Der Willen oder die Willenskraft spielt schon eine Rolle in der Wim Hof-Methode, obwohl jeder, glaube ich, da so ein bisschen einen anderen Zugang zu hat. Also ich würde mal sagen, es gibt so ein Konzept des geeinten Willens. Das heißt, jemand, der eigentlich genau weiß, was er will und keine Sachen hat, keine innerlichen Konflikte, vielleicht doch nicht und will ich das auch, der wirklich einen einheitlichen Willen hat, der ist besonders stark, weil der weiß, wo er hingehen will, welchen Weg er einschlagen will. Besonders viele sehr hochintelligente Leute haben das nicht, weil die sehr argumentieren können, immer wieder alles abwägen und da vielleicht ein bisschen schwächeren Willen haben als andere. Donald Trump zum Beispiel gehört nicht dazu. Der ist jemand, der hat einen starken Willen in der Hinsicht, weil der da ein bisschen einfacher gestrickt ist, was das angeht. Willensfreiheit ist ein großes Thema, aber bei der Wim Hof-Methode ist es wirklich so, dass man sagt, man kann die Stärke des Willens durch dieses Training sehr kultivieren. Man erlebt sich eher als etwas, ja, wo diese Konflikte, die einem sonst so belasten, etwas weg zur Seite gedrängt werden, ein stärkerer Wille hervortritt, man straighter ist, man gelassener ist vielen gegenüber und sozusagen seinen Weg erfindet, das, was man wirklich will. Dazu gehört natürlich auch, dass man die Anforderungen der Außenwelt, das, was andere von einem erwarten, nicht mehr so als das Hauptrelevante sieht, was bei anderen ja vielleicht durchaus etwas ist, was ihr Leben bestimmt. Ja, was wollen die anderen von mir? Wie muss ich leben? Das ist ja auch ein großer Effekt, dass man da angstfreier wird bei der Wim Hof-Methode. Das heißt, da kann man auch eher seinen Weg entdecken. So, egal, was die anderen denken, ich gehe meinen Weg und trage meine Entscheidung. Das ist so etwas, was ich da so reinwerfen würde. Und wenn es um Willen und Kontrolle geht, hat ja auch einen großen Zusammenhang. Da ist es schon ein bisschen differenzierter, finde ich, weil bei der Wim Hof-Methode geht es zwar um Willensstärkung und irgendwie die Kontrolle zu haben in der Stresssituation, aber andererseits, so widersprüchlich das auch klingt, auch um Kontrolle abgeben. Ja, wenn man in so einem Eisbad sitzt, klar kontrolliert man sich da, die Atmung und so bleibt da drinnen, bleibt ruhig. Das ist ja eine gewisse Form von Kontrolle. Aber gleichzeitig ist es auch etwas, wo man die Kontrolle total abgibt an die Umgebung, an die Kälte und sagt, okay, mach hier, ich bin da, es stört mich nicht. Also das ist so ein vielleicht eine widersprüchliche Geschichte. Vielleicht kannst du ein bisschen nachempfinden, was ich damit meine. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, es ist etwas, was man entdecken muss. Das kann man in Sprache, glaube ich, gar nicht so gut fassen, wie man das selber in fühlt und erfährt. Ja, einerseits ist es wieder was Zwiespältiges, wenn dir jemand Erleuchtungen letztendlich beschreiben soll, der... Irgendwie ist man ja da hingekommen letztendlich, aber wenn man dann in diesem Zustand ist, dann ist ja da auch kein großer Wille mehr, keine Willenskraft mehr, weil dann ist das halt ein Zustand, der ist einfach bloß da, aber trotzdem muss man ja irgendwie mit einer Form von Stärke und Willen auch den Weg beschreiten und so ähnlich verstehe ich das mit der Wim Hof-Methode. Man muss erstmal eine Willenskraft überhaupt entwickeln, sonst wird das einfach nichts, sonst macht man den kleinen Zeh ins Wasser und rennt dann gleich wieder weg. Das ist dann zwar auch eine Willenskraft, die man hat, dass man das halt nicht will, ja. Aber man kann mit der Willenskraft natürlich auch genau das Gegenteil bewirken, indem man es einfach will und indem man einfach sagt, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, ich setze mich da jetzt rein und dann halte ich einfach meinen Mund und gucke einfach, was passiert. Und das ist ja auch eine Willenskraft, die man hat, indem man einfach sich auf neue Sachen einlässt und nicht gleich wieder, wie du eben schon gesagt hast, sehr intellektuelle Menschen, die, auch wenn man sich mit denen unterhält, ja, die haben immer ein Gegenargument. Ja, da gibt es immer irgendwie noch was man selber nicht beachtet hat und wo sie das denn wieder mit begründen, dass sie das nicht machen müssen, weil das ja so und so ist und da gibt es die und die Studie und deswegen kann das nicht gut sein und so weiter. Ist ja auch jetzt bei Corona so, ist genau das Gleiche. Geht es ja auch um die gleiche Thematik. Ja, genau. Habe ich das auch verstanden, so wie du es eben erklärt hast. Mhm. Was mich jetzt noch interessiert und was wahrscheinlich auch die Zuschauer interessiert, du bist ja Instructor, das heißt, ihr müsst nicht alle zu Wim Hof fahren, sondern ihr könnt doch einfach zu Matthias fahren. Matthias gibt Seminare, das kann man auch auf seiner Webseite
sich anschauen, wo das stattfinden wird. Und was mich interessiert, wie das so abläuft bei dir. Ist es, wie das bei WIM auch abläuft in Polen, oder gibt es da vielleicht Unterschiede? Machst du noch spezielle Meditation mit den Leuten oder wie läuft da so ein Tag oder wie lange ist das? 3 Tage, Wochenende, und wie läuft das ungefähr ab, dass man sich das so vorstellen kann? Ja, also es gibt so einen Fundamentals-Kurs, der geht einen halben Tag, also 5 Stunden, 5,5 Stunden. Mhm. Dann gibt es einen Advanced-Kurs, der geht auch so lange, einen Tag. Und dann gibt es natürlich Kurse, die gehen 3 oder 6 Tage, ja, ganz unterschiedlich, was meine Angebote sind. Wim Hof macht das ähnlich. Und wenn man mal einen Tag herausnimmt, wo man so einen ersten Anfängerkurs macht, ist es im Grunde, dass man sehr schnell die ganze Methode kennenlernt. Man kriegt Informationen, man macht schnell so eine Atemsession, man lernt die Atemtechnik genau kennen, man wird da instruiert, macht das mit anderen in der Gruppe zusammen, ein bisschen Musik mit dabei, erfährt sich da auf eine ganz neue Art und Weise. Da gibt es eine Information dazu über die Wim Hof Methode natürlich, und dann wird man langsam auf die Kälte vorbereitet, aber auch innerhalb dieses halben Tages. Also in 5,5 Stunden wirst du eine intensive Atemsession erleben und dein 2 Minuten Eisbad. Und das funktioniert für 99,9% aller Leute. Ich habe ganz wenige gehabt, die trotz allem, was sie da hatten, davor standen und gesagt, nee, das kann ich nicht, will ich nicht. Und die waren meistens noch 5-mal in anderen Kursen und haben es dann irgendwie 5-mal gemacht, weil dann wollten sie es doch irgendwie tun. Und das ist absolut freiwillig. Und man wird aber langsam dahin geführt, dass man irgendwann die Möglichkeit wirklich für realistisch hält, dass man das hinkriegt und dann wirklich da reinsteigt und sieht, wie die anderen Leute das auch machen und völlig geplättet ist, dass das funktioniert. Aber so im Grunde ist der Ablauf und die längeren Kurse, klar, da kommen noch ein paar Methoden mit dazu. Das ist im Grunde das Training, was man da immer macht, und das intensiviert man nur und man kommt tiefer, und durch ein paar extra Tools, die ich noch so habe mit meinem Arsenal als Hirnforscher und Psychotherapeut, wo ich auch so ein bisschen neurogenes Zittern mit dabei bringe, was sehr gut mit der Atmung auch funktioniert, ein paar andere Tools, andere Atemtechniken noch mit einführe, allgemein über Atmung rede, was man da grundsätzlich drüber wissen sollte, ist es im Grunde das, was man da schaffen kann. Okay, also wer von euch Interesse hat, schaut vorbei bei Matthias auf der Webseite oder macht mal einen Kurs, sucht euch einen, oder wenn er vielleicht zu weit weg wohnt, es gibt da noch sicherlich auch andere Instruktoren, aber ja, generell soll es uns ja um die Wim Hof-Methode gehen, die positiven Wirkungen der Wim Hof-Methode, und ja, dass wir einfach auch etwas glücklicher, gelassener werden und unsere Lebensaufgabe damit auch besser bewältigen können. Das will uns sicherlich Wim damit vermitteln, dass wir einfach besser klarkommen, gerade mit Schicksalsschlägen. Du hast ja schon beschrieben, er hat zwar damals die Methode schon gemacht, aber ich glaube, nach dem schweren Schicksalsschlag mit seiner Frau ist dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen so der Mindset mehr mit reingekommen, und dass man da das Ganze noch so ein bisschen auch gesteigert hat, die ganze Methode. Und das darum finde ich das immer gut, wenn man da so ein Beispiel wie Wim Hof halt auch hat oder auch andere Menschen, weil die überzeugen dann, weil sie es halt selber erlebt haben und nicht nur irgendwie studiert haben und dann theoretisch sich auseinandergesetzt haben, sondern praktisch erfahren haben, die ganze Geschichte. Genau, ja. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir... Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man erstmal verdauen muss und sich damit auseinandersetzen muss und vielleicht Bock drauf hat, das zu machen. Genau. Okay. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir, Matthias, für das tolle Interview. War sehr aufschlussreich, informativ, und ich hoffe, dass wir einige Menschen und Zuschauer begeistern konnten, jetzt auch für die Wim Hof-Methode. Ich persönlich habe es auch schon ausprobiert, habe es auch schon die positiven Wirkungen gespürt, und es macht wirklich was mit einem. Auch wenn man schon andere Erfahrungen im Yoga-Bereich, Meditation, es ist doch nochmal was anderes. Und ich muss auch sagen, es macht auch Spaß. Ja, es macht wirklich Spaß, sich da ins Eisbad zu legen und die Atemübungen zu machen. Ich finde, es ist für unsere Zeit auch komplett passig. Und ja, also ich bedanke mich recht herzlich bei dir und wünsche dir alles Gute und ja, vielleicht auch bis bald. Vielen Dank erstmal für das Interview. Ja, danke.